Am 18. März traf sich in Molln der oberösterreichische Prangerschützenverband zur Generalversammlung mit anschließenden Königsschießen. Bereits um 7 Uhr früh wurde die Mollner Bevölkerung lautstark von den Prangerschützen geweckt. Prunken, verzieren oder schmücken, das bedeutet das mittelhochdeutsche Wort prangen, von dem sich auch der Begriff Prangerschütze herleitet. Der Wortsinn hat auch heute noch seine Bedeutung, denn die oberösterreichischen Prangerschützen schmücken unsere Volkskultur. Sie sind keine Wehrschützen, sondern Festschützen. Daher ist der Stutzen auch keine Schusswaffe, sondern ein Brauchtumsgerät, das in Handarbeit hergestellt wird. Zur Meldung an den Landeshauptmann. Rechts! Schaut! 14 Prangerschützenvereine aus ganz Oberösterreich nahmen vorm Nationalparkzentrum Molln Aufstellung. Nach dem Abschreiten der Fahnen durch Bezirkshauptmann Dr. Dieter Goppold, Landesobmann Konsulent Franz Huber und Landesobmann-Stellvertreter Konsulent Johann Leireiter wurde die oberösterreichische Verbandsstandarte von den Paltinger Prangerschützen für ein Jahr an die Mollner Schützen übergeben. Begleitet vom Musikverein Molln marschierte anschließend der Festzug zur gemeinsamen Schützenmesse in die Pfarrkirche. Nach der Generalversammlung im Gasthaus Stefanibrücke fand das traditionelle Königsschießen statt. Schützenprinz wurde Johannes Schindlauer aus Oberwang. Den Titel des oberösterreichischen Schützenkönigs holte sich Josef Meierhuber aus St. Thomas bei Weizenkirchen.